Ja, liebe Zuschauer, ich begrüße sehr herzlich heute aus dem Internationalen Presseclub in München, also direkt am Marienplatz, mein Kollege Dr. Uwe Brückner, das erste Mal vor der Kamera, obwohl Sie ein Top-Journalist sind. Also ich kann Ihre Nervosität natürlich jetzt verstehen, aber Sie brauchen keine Angst haben, wir machen eine schöne Sendung, wir zwei jetzt. Ja, jetzt zeigen Sie mir doch mal Ihren Presseclub. Also es ist irgendwie, ich war das letzte Mal hier vor einigen Jahren, aber da ist viel passiert. Da ist sehr viel passiert. Wir haben renoviert. Der Presseclub ist der älteste und auch der größte Presseclub in Deutschland. War schon immer hier am Marienplatz. Es begann vor 75 Jahren als Club für die auswärtige Presse. Da war hier eine Wärmestube mit einem Kachelofen und zwei Schreibmaschinen. Alliierte Journalisten, Amerikaner, Franzosen haben von hier aus berichtet. Und dann ist das gewachsen quasi. Die Kultur des Journalismus ist hier am Marienplatz gewachsen. Und quasi auch entstanden. Oder auch entstanden, ja. Unglaublich. Ja, ja, und bis heute ist der Club, unser Presseclub jetzt mit fast 1000 Mitgliedern, bis heute ist er eine Heimstatt für genau die Themen, die im Journalismus wichtig sind. Erstmal wir unter uns. Und das Zweite ist diese Themen, die man nicht in den Zeitungen, in den Hörfunkstationen, in den Sendern so diskutiert. Die drunterliegenden, wichtigeren Themen werden bei uns auf dem Tisch diskutiert. Ah ja, ja. Jetzt schauen wir doch mal ein bisschen rum. Ja, gerne. Hier haben Sie so eine wunderschöne Ecke, kann man sagen, eine Couch-Garnitur. Es ist was passiert denn hier? Also Journalisten, die in München in der Innenstadt arbeiten und jetzt nicht Zeit haben, in den Sender zurückzufahren, die packen hier einen Laptop. Wir haben hier ein schnelles Internet, Sie haben hier Strom, Sie haben Kaffeemaschine. Da sitzen manchmal 3-4 Journalisten und machen ihre Fotos, ihre Berichte fertig. Und das ist quasi so eine Art Club-Arbeitslounge. Und hier begrüßen wir auch die ausländischen Honorationen. Wir haben im Presseclub sehr viel Besuch von Botschaftern, von Generaldirektionen. Sie sind ja auch ein Konsul. Ja. Und dann treffen wir hier und reden über die Dinge, die in Europa und in der Welt passieren. Und das ist die Stärke unseres Clubs. Wir schätzen die offene Rede und die Ledercouch lädt dazu ein. Jetzt ist es ja so, es gibt ja ein ganz großes Feld für den Journalismus, das ist ja die Kriegsberichterstattung. Wie geht man denn da als Journalist vor? Da wird ja vieles gefaked. Einmal sagen die einen Kriegsgegner, jetzt wurden so viele Menschen getötet, auf der anderen Seite sagen wieder, stimmt nicht. Wie kann man da als Journalist die Wahrheit finden? Also das haben Sie jetzt auf den Punkt formuliert. Wir als Club sehen einen Systemfehler. Es gibt als Beispiel Ukraine-Konflikt schon vor 8 Jahren. Da gab es nur designte Informationen. A, von der westlichen Welt oder B, aus CNN, Fox News oder von den russischen Medien. Direkte Berichterstattung durfte und konnte nicht stattfinden. Und hier saß auf diesem Platz Justin Warilek, ein Amerikaner, der in Moskau studiert hat, der gesagt hat, das gibt es doch nicht. Ich muss doch eine Organisation gründen von freien Videojournalisten, Radioreportern, Fotografen, die in den Regionen leben und die für mittlere und kleine Medien auch angeheuert werden können. Und es entstand die bis jetzt größte freie Journalistenagentur Hackpack.press. Hackpack, das ist das Schimpfwort der Amerikaner für Journalistenmeute, Reporterrudel. Hackpack. Es gibt es auch Flagpack, das sind die Pressefuzzis, die Marke. Also hat er gegründet mit zu Beginn 40 freien Videojournalisten in der Ukraine im Donbass. Von da konnte man dann unabhängig im direkten Auftrag von kleinen und mittleren Medien konnte man seine Videojournalisten adressieren und die haben gedreht. Den Videojournalisten, wie lange gibt es den schon? Den gibt es im Grunde schon so lange wie das ehrenwerte alte TV München. Da ist es eigentlich entstanden, weil es war nicht üblich, dass man das Autorenprinzip quasi pflegt. Selber drehen, selber schneiden, selber texten, selber moderieren. Das war immer, ich sag mal, das öffentlich-rechtliche System, weil auch die Geräte schwer waren, war immer zu zweit, zu dritt. Ausgestiegen aus dem VW-Bus. Und jetzt fahren wir mit dem Moped, ich habe die Kamera hinten drauf und drehe selber und parke vor der Haustür. Das ist schneller, schlanker, man dreht weniger, weil man es ja, man sichtet auch nicht mehr, weil man es ja selber gedreht hat. Das sind also unglaublich viele Arbeitsschritte, die wegfallen. Und so schön ich mich austausche mit guten Cutterinnen und Cuttern am Schnittplatz und so schön ich mich unterhalte mit Kameraleuten am Dreh, es ist noch mal was anderes, wenn Sie alles in einer Hand haben.
Es geht nicht nur schneller, es ist auch ein anderer Flow. Es ist eine direktere Umsetzung. Es ist eine runde Sache im Grunde. Ja. Ja. Jetzt gehen wir doch mal ein bisschen weiter. Ja, sehr gerne. Also erstmal ein großes Kompliment. Die Räumlichkeiten, der Boden, natürlich die Aussicht, das motiviert schon, oder? Das motiviert. Das ist hier die beste Lounge, die Sie in München kriegen können. Und hier ist auch gleich unsere optische Visitenkarte. Ja. Hier sehen Sie die Honoration. Also das ganze bayerische Kabinett seit 30 Jahren ist hier zu Gast. Wir hatten Bedford Strom erst vor wenigen Tagen. Auch Bischof Marx war hier. Königin von Schweden. Königin von Schweden, natürlich. Gerade in dem Münchner Jubiläumsjahr, da hatten wir 12 Kamerateams und 40 Radiostationen und Fernseh-Zeitungsjournalisten. Jetzt, diese wunderbaren Räumlichkeiten eignen sich natürlich auch für Münchner Unternehmen oder für Weltunternehmen, die einfach mal sagen, ich möchte einfach die Stadt München wirklich im Kreuz haben, auf Deutsch gesagt. Das haben Sie hier. Kann man auch diese Räumlichkeiten mieten? Ja, natürlich, davon leben wir. Wir haben also hier diese exzellenten Räume, haben auch eine veritable Miete. Mhm. Und die begleichen wir dadurch, dass wir hier diese Räume, ich gehe mal voraus, Gerne. Dass wir diese Räume vermieten. Also hier ist unser Veranstaltungsraum, Platz bis zu 80 Menschen im Sitzen, zu Corona war er leer. Auch im Sitzen, ja. Corona war er leer. Mhm. Wir haben deswegen eine 4-Kamera-Live-Berichterstattung, Live-Streaming-Anlage eingebaut. Mhm. Und da haben wir viele Tausend, die auch nochmal hinterher in der Mediathek nachhören können, was hat er genau gesagt. Es ist ein Service für die Journalisten natürlich. Jetzt kann man natürlich sagen, der Münchner Presseclub ist so ein bisschen die Champions League des Journalismus. Ich würde es nicht mit dem Sport vergleichen. Ja, macht nichts. Ich würde es vergleichen mit einer bürgerlichen, dem Gemeinwohl verpflichteten Plattform, wo übrigens nicht nur Journalisten ihre Themen ausbreiten, sondern auch Verbände, Vereine. Wir vermieten hier an ganz große Vereinigungen, obwohl die Miete hier relativ gering ist im Vergleich zu anderen Hotels, wo man sonst hingeht. Und hier hat man eben auch den Vorteil, dass wir unsere Mitglieder einladen und dass wir in unserem Verteiler die Veranstaltungen ankündigen. Mhm. Das ist schon mal im Vorfeld ein riesen Bohai, hätte ich beinahe gesagt. Und wir schielen hier im Club nicht nach Quote. Das müssen wir nicht. Wir müssen nicht Schlagzeilen machen. Wir können uns in aller Ruhe um die wichtigen Themen, kontrovers, können wir uns unterhalten hier. Aber es geht ja auch um die Wahrheit. Es geht um die Wahrheit und insbesondere um die Glaubwürdigkeit. Das ist ja das einzige Gut, was ein Journalist hat, die Glaubwürdigkeit. Und die ist schnell verspielt, wenn die Fakten nicht stimmen. Mhm. Alternative, wenn abgeschrieben wird. Mhm. Wenn man nicht vor Ort ist, sondern irgendwas gehört hat und dann sich sein Material zusammenschreibt. Ich als Lokal, als Fernsehjournalist und die letzten 20, 25 Jahre habe ich bewusst mich fürs lokale Medium entschieden. Ich habe 2, 3, 4, 5, 7 regionale, lokale Fernsehsender aufgebaut. Da sind wir näher dran. Das ist auch München TV ein unschätzbarer Vorteil. Wir sind nah dran. Der Zuschauer erwartet aber auch von einem lokalen Journalisten, dass er korrekt berichtet, weil er im Zweifelsfall weiß es ja besser. Ja. Und also Glaubwürdigkeit ist unser gemeinsames Ziel und das hegen wir und es ist aber schnell zerstört. Wer zerstört die Glaubwürdigkeit? Wir haben hier in diesen Räumen den ersten Münchner Blogger-Club gegründet. Ach was. Laien und Influencer speisen ja ein in die Meinungsbildung. Die sind ja mindestens genauso effektiv wie veritable Zeitungen. Und wir wollen den Blogger-Club deswegen gegründet haben, weil wir die Laien, die nicht journalistisch ausgebildeten, an journalistische Grundregeln bringen wollen. Recherche, Zwei-Quellen-Prinzip, Trennung von Meinung und Kommentar, Transparenz, wenn es um Geld geht. Wenn da was bezahlt wird, dann muss man es doch wissen. Nichts Schlimmes, auch ein Blogger muss leben, oder soll er sagen, das ist jetzt meine bezahlte Anzeige oder das ist jetzt ein Blog, den ich für Tourismusunternehmen XY vor Ort gedreht habe. Das sind die Dinge, die wir hier starten und ehrlich gesagt, wer soll es denn sonst machen? Na klar. Jetzt setzen wir uns doch mal, wenn es recht ist. Gerne. Denn ich möchte Sie jetzt einfach mal so ein bisschen fragen. Herr Dr. Brückner, was macht einen guten Journalisten aus? Es gibt ein paar Dinge, die ich bei Dagobert Lindlau gelernt habe, bei dem durfte ich Interviewtraining machen an der Filmhochschule. Unverzichtbar ist das Misstrauen.
Glaube erstmal nichts. Aha. Und je glaubwürdiger es dir präsentiert wird, alle Alarmglocken erstmal gucken. Zweitmeinung. Warum passiert das? Was sind die hinterliegenden Motive? Misstrauen. Das zweite ist natürlich Neugier. Unverzichtbar. Das dritte ist, ein Journalist ist ja kein Autist, der an seinem Rechner kluge Sachen formuliert, sondern er muss herausgehen, zu den Menschen gehen. Er muss selber auch sozialisiert sein, er muss wissen, was ein Pfund Butter kostet, er muss wissen, wie die Landkreise, die Bezirke funktionieren, damit er weiß, wo sind die Ursachen, die etwas... Richtig, aber er muss sich ja auch vorbereiten. Er hat es ja vorwiegend mit Menschen zu tun, er muss sich ja vorbereiten. Das heißt, auch ein Journalist, wie bildet sich denn ein Journalist? Ein Journalist bildet sich zunächst nicht dadurch, dass er abschreibt. Dass er liest gerne auch Zeitungen, er hört auch gerne aktuelle Radiosendungen. Und die Recherche ist das eines, gehört natürlich zum Rüstzeug. Was ist Recherche? Man kann anrufen beim Amt und kann eine ernsthafte Frage, eine Sachfrage stellen. Die 80% wirst du abgewimmelt oder vertröstet. Oder es kommt eine wachsweiche, steife Floskel, die man dann als Pressestatement dann hat. Damit kann man nichts anfangen. Ich habe schon immer ein Netzwerk gepflegt von Informanten. Ich meine jetzt nicht Whistleblower, in aller Ehre, die haften manchmal mit Leib und Leben, sondern Informanten, die Insider sind, die wissen, dass wir als, ich sage mal das Wort, konstruktiver Journalist, dass es uns nicht um Skandale geht, sondern um Dinge, die man aufdeckt, die man bewegen will, zu einem anderen, besseren Zustand. Aber auch zum Schutze zum Teil der Demokratie. Unbedingt, ja? Zum Schutze der Demokratie. Ja. Wir müssen nicht nach Türkei schauen oder in andere ferne Länder, nach China, wenn es um die unterdrückten Journalisten geht. Ja. Das kann ich Ihnen auch hier in Bayern deklinieren. Es gibt eine ganze Menge von Bestrebungen, von Monopolbestrebungen im Zeitungsland Bayern. Das ist zu hinterfragen und das ist zu diskutieren. Es geht auch um die Meinungsvielfalt. Meinungsfreiheit zum einen, Meinungsvielfalt zum anderen. Aber nicht um die Meinungsangleichung. Also man muss schon als Journalist, wenn man irgendwie auf der Spur ist, muss man schon auch manchmal mutig sein. Ja, also... Weil manchmal gibt es ja Dinge, die die Wellen schlagen. Das ist ja für einen guten Journalisten dann im Grunde fast der Applaus. Also ich habe richtig recherchiert, ich habe die Wahrheit aufgedeckt. Was ja ganz wichtig ist. Also sagen wir es mal so, es gibt natürlich Strategien, die auch gelehrt werden. Große Pressesprecher, Kommunikationschefs. Wenn ein Journalist den Punkt getroffen hat, dann gibt es drei Methoden. Stufe 1, es wird negiert. Totgeschwiegen. Geht aber nicht bei einem elektronischen Medium, bei einem Massenmedium wie bei einer Zeitung. Da kann man nichts totschweigen, da kommen die Anfragen von allen Seiten. B, man macht die Person, die es geschrieben, gesendet hat, recherchiert was und hintergräbt die Integrität. Macht sie lächerlich. Am besten noch mit eigenen Zitaten. Jetzt, die Grünen werden gerade jetzt demontiert. Mit eigenen Zitaten. Und Nummer 3, wenn du eine unbeliebte Wahrheit nicht vermeiden kannst, dann mach sie zu deinem Thema. Mach es schöner, posaune es lauter raus, mach es sexy und quasi overwhelm den Feind. So, und damit muss ein professioneller Journalist rechnen. Er wird angegangen, wo er geht. Es gibt zu Recht keinen mir bekannten Investigativjournalist, wo bekannt ist, wo er wohnt, welche Familie er hat, aus guten Gründen. Es gab einen Journalisten, den Sie auch gut kannten, den ich sehr geschätzt habe, ich sage jetzt bewusst mal keinen Namen, es gibt ja auch manchmal journalistische Tricks, ist vielleicht verkehrt, aber es gibt, sagen wir mal, clevere Journalisten. Und zwar, ich hatte ja damals mit meinem Unternehmen das Sponsoring der Spielvereinigung Unterhaching übernommen. Das war eine ganz tolle Geschichte. Also wir waren weltweit in den Medien, also es war unglaublich. So, aber da gab es mal eine Geschichte, die sehr unangenehm wurde. Und zwar, mich rief eben dieser tolle Journalist an von der Bunten und sagte, Mensch, Erich,
der Lothar Matthäus, der ist jetzt in Amerika, der wäre doch was für Unterhaching. Dann sage ich, nicht schlecht, ja, weil er da natürlich von der Klasse her gepasst hätte, weil von der Erfahrung, also gut, sagt er, ja du, der ist dann und dann ist der in München, willst du den mal treffen? Dann sage ich, ja gerne, gerne, gut, dann haben wir uns getroffen im Hotel, im Arabella Hotel. Und dann hat der Journalist da mit einer Kamera hat das alles fotografiert und am nächsten, bei der nächsten bunten Schön holt Matthäus zu Unterhaching. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Dr. Brückner, ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Und ich hatte damals noch einen sehr guten Kollegen, den kannten Sie wahrscheinlich auch, den Julian Giger. Ja, natürlich. Der Julian war bei mir, also hat bei mir die Pressearbeit gemacht. Und dann, ich habe gesagt, Julian, ich gehe da nicht mehr ans Telefon. Die ganze Welt hat angerufen. Und was ist daran? Und dann natürlich zum Schluss der Präsident, der hat gesagt, was machst du da für Dinge? Also das war ein guter, schlaufindiger Journalist. Ja, aber sowas gibt es halt auch. Dem ging es halt um die Quote, um die Schlagzeile. Die hat er danach gekriegt, ja. Aber jetzt gibt es ja Dinge, wo jetzt gerade in der Sportwelt oder ich sage jetzt mal bei den Spitzenköchen gibt es ja so Köche, die werden nach oben geschrieben. Ja. Und dann gibt es den einen oder anderen, der wird zurzeit runtergeschrieben. Was ja manchmal schon für den Menschen, der sowieso ein schweres Los gezogen hat, das ist dann schon hart. Ja. Wie geht ihr Journalisten denn damit um, wo man sagt, also da gibt es ein No-Go, also da machen wir nicht mehr mit. Also es gibt ja Dinge so bei Sexualthemen, was auch immer, also da wo man einfach sagt, nee. Ja, ich habe mein ganzes Leben lang in den Nachrichten gearbeitet, ja. News, vom Tag für den Tag. Mhm. Sie sprechen die Yellow Press an, ja. Ich sag mal Celebrities und Boulevard-Themen sind hoch gefragt am Kiosk, auch bei RTL Extra oder Promi-Sendungen. Tolle Einschaltquoten. Das ist im Grunde eine Inszenierung. Jeder, der da in dieser Liga mitspielt, jeder Berühmte spielt da mit, weiß das. Jeder hat einen Agenten, eine Agentin. Die verhandeln Bedingungen, ich bringe dich da auf diesen Sendeplatz, wenn du das, das ist ein Spiel, ein Zirkus. Mhm. Für mich persönlich ist Familie tabu, absolut, ja. No-Go. Krankheit tabu, geht keinen was an. Ja. Für mich persönlich sind, ich sag mal, Beziehungen, Liebschaften, Neigungen tabu, geht keinen was an. Es geht um die Person, um den Lebenslauf, um die Fakten, die eine Person spricht, tut, und das muss gut sein. Mhm. Man kann hinterfragen, wenn man freiwillig sich outen will, worüber auch immer, gerne, aber... Sie sind ja nun ein hervorragender Fernsehjournalist. Sagen Sie uns doch mal, warum Bild-TV jetzt nicht so in die Gänge gekommen ist? Also ich sag's mal so, die Schlagzeile... Wenn sie fein formuliert ist und Bild ist... Da sind die sensationell, die Schlagzeilen. Da spielt sich der Film im Kopf des Lesers ab. Ah, ja. Nein, das kann da... Die Emotionen... Er bedient im Grunde die Köpfe der Leute, die eben... Das Kopfkino. Das, genau. So, jetzt muss aber Bild-Zeitung dann nicht nur Schlagzeile generieren, sondern echtes Fernsehen machen. Und das ist nicht einfach. Bei Fernsehen ist ja auch Gesichter. Natürlich kann man sagen, Blaulicht, das sind immer noch, solange es noch Reize gibt, visuelle Reize, ist Blaulicht immer noch und Polizei. Und wenn man rennt und schreit, aber das reicht nicht für Promi und für Boulevard. Man muss dann auch wirklich, wie soll man sagen, den Beleg liefern, visuell. Und das ist schwierig. Lassen Sie uns doch mal jetzt sprechen. Wir sind ja jetzt mitten in einem Wahljahr hier in Bayern. Sie machen ja eine ganz tolle Sendung immer aus dem Landtag. Sie sind ja auch, das ist vielleicht noch wichtig, es gibt ja Sportjournalisten, politische Journalisten, Wirtschaftsjournalisten, Yellow Press, Sie sagten es gerade. Aber das ist ja jetzt ein spannendes Jahr auch für die Journalisten. Also natürlich, alle 5 Jahre. Ist es soweit? Und es ist soweit. Und es ist, wir sind mittendrin, wir sind seit einem Vierteljahr im Wahlkampf, mittendrin. Dieser Spartensender, den ich aufbauen durfte, Plenum TV, berichtet Woche für Woche aus dem Landtag, direkt aus der Sitzung, unzählige Interviews. Und ich merke natürlich jetzt auch, wie sich die erstmal
innerfraktionell, wie sich so die Reihen jetzt sortieren. Wer ist Kandidat, wer ist wofür? Auch die Wahlkreise, Stimmkreise formieren sich jetzt. Es gibt Unruhe in den Fraktionen. Und natürlich ist jetzt der offene Kampf der Argumente, der Positionen auch nach draußen. Also jetzt beginnt es und man findet auch Podien, gerne bei Plenum TV, wo man Sachthemen mit den unterschiedlichen fraktionellen Positionen dann sachlich, ohne Geschrei, ohne einen Moderator, der sich hinterher hinstellt und dann sagt, so, der hat jetzt mehr gewonnen oder der ist ja quasi ein Schiedsrichter darstellt. Das ist nicht Plenum TV, sondern mein Verständnis heißt, setze ein Thema und lasse die verschiedensten Positionen zu Wort kommen. Alle Fraktionen kommen bei uns im Rahmen ihrer Sitzverteilung zu Wort. Das ist ein Novum im deutschen Fernsehen. Wir schließen keinen aus. Wir führen auch Statistik, dass wir den Wählerwunsch insofern respektieren, dass das gesamte politische Spektrum bildet sich ab übers Jahr in unseren Berichterstattungen zum Plenum. Jetzt, Herr Dr. Brückner, haben wir ja einen Ministerpräsidenten, der also wirklich fantastisch ist zum Thema Wahlkampf. Da ist der richtig gut. Also ich habe kürzlich gelesen, also er geht irgendwo hin, er hält manchmal gar keine Ansprache mehr, sondern er sagt, wer möchte gerne ein Selfie mit mir machen? Und dann kommen alle, ich finde das super. Ja? Wie spielt denn der digitale Journalismus manchmal in den persönlichen, in den manuellen Journalismus hinein, wo man sagt, also der ist ja viel schneller, der kann aber es kommt ja auch bei einem guten Journalisten, und Sie leben das total vor, braucht es ja auch gute Fragen. Es braucht gute Fragen, den richtigen Zeitpunkt. Und ich will mal so sagen, das Wichtigste ist nicht das, was man fragt, sondern das, was man zunächst mal verschweigt. Der richtige Zeitpunkt mit dem richtigen Thema. Sie haben jetzt dieses schnelle Internet-Informationstool benannt. Ich finde es fragwürdig, wenn aus den Sitzungen heraus von Abgeordneten, von Politikern schon rausgetwittert wird. Das finde ich, da ist die Sitzung noch gar nicht vorbei. Vielleicht ist er schon gegangen und kommt noch was Interessantes, was dann nie mehr drauf ist. Also quasi, das ist jetzt kein journalistisches Thema, sondern die Politiker oder die Insider, die in Sitzungen sitzen, da schon ihre Themen. Die Sitzung ist noch gar nicht, vielleicht noch gar nicht abgestimmt worden. Das merken wir, das bin ich ein bisschen skeptisch. Das andere ist, natürlich finde ich das auch gut, dass Journalisten die neue Möglichkeit live von vor Ort mit einem Facebook-Live-Button oder mit welchem Tool auch immer, im Zweifelsfall direkt in den Sender vor Ort reportieren. Schneller geht's nicht, das ist authentisch, das ist erster Hand. Der Zuschauer fühlt sich mitgenommen, er ist mitten dabei, wenn es passiert. Finde ich interessant. Sie gehen ja quasi, jede Woche sind Sie im Landtag. Ja. Wie bereiten Sie sich da vor? Wie holen Sie sich Ihre Informationen? Man hat es ja logischerweise als langjähriger Profi, hat man es sicherlich zum Teil im Kopf, aber auch Sie müssen sich ja vorbereiten für Ihre Sendungen. Ja, das ist richtig. Also zunächst mal ist für uns die Themenlage bestimmt die Tagesordnung. Das sind keine Themen, die ich mir jetzt heraussuche, sondern da haben Sie natürlich jetzt im Wahlkampf, ich sage mal, ein Drittel sind sogenannte Schaufensteranträge. Was heißt das? Die nennen sich dann, da geht es eigentlich nicht so wirklich um eine sachliche Lösung, sondern man will sich mit einem Thema, mit einem Notstand, mit einer Schräglage als Fraktion profilieren. Soll Bayern absaufen, der Hochwasserschutz muss die Landwirte respektieren. Es ist wie eine Schlagzeile in der Bild. Solche Schaufensterthemen oder auch Gesetze haben neuerdings ganz charmante Namen. Das ist dann das Gute-Laune-Gesetz oder der Gute-Kindergarten-Gesetz. Es packt. Also da ist schon sehr viel Strategie und sehr viel PR und viel PR-Wissen in den Maßnahmen. Das muss ich trennen. Und es gibt wirklich wichtige Themen und interessanterweise ist man da interfraktionell oft einig. Vor der Kamera erleben Sie das nicht, aber es gibt hinter dem Plenarsaal, hat ja das Maximilianeum zwei Arkaden, zwei lange Flügel. In dem einen gibt es einen Aschenbecher. Das ist der interfraktionelle Aschenbecher des Bayerischen Landtags. Da stehen also alle Vertreter, also die halt rauchen.
Und da ist man sich, dieser Aschenbecher hat mehr Wahrheit und mehr Einigkeit gesehen als jeder Parlamentstag. Mhm. Und da denke ich mir, das sind die wichtigen Themen. Man kann als Journalist auch gucken, aber dass man da vielleicht nicht Dinge zusammenführt, das ist nicht unser Job. Mhm. Aber gewisse Gemeinsamkeiten auch mal öffentlich macht. Zu meiner Überraschung manchmal auch. Naja. Wie ist denn das, sagen wir mal, wenn man da im Landtag ist, man kennt Sie, entstehen da auch mal so Freundschaften? Oder es ist ja für einen Journalisten, muss man immer aufpassen, wenn man also zu nah drauf ist oder sich duzt oder so. Ja, wie wichtig ist, entsteht da was oder ist man da eher, weil viele sagen, ja, ist vielleicht ein guter Freund und dann ist er vielleicht harmloser zu mir. Schwierig, ne? Schwierig, ja. Distanz im Nahbereich. Ja. Man duzt einen Oberbürgermeister nicht und schon gar nicht einen Abgeordneten, einen Minister, Ministerin. Ah, ja. Man lässt sich nicht einladen, Geburtstagsfeiern, Jubiläen, es sei denn, es geht um die Sache. Mhm. Oder ich muss als irgendeine Zielperson zu irgendeinem wichtigen Thema mal abseits of the record beim befragen. Kaffee oder so. Sowas, ja. Also dann ist es aber mein Impetus. Mhm. Man muss auch, also es ist meine Diktion, ich bin mit Überzeugung parteifrei. Mit Überzeugung. Ja. Ich habe eine ganz klare politische Meinung zu jedem einzelnen Sachthema. Ah, ja. Das wechselt manchmal die Hütchen. Ja? Also, ja, ich könnte jetzt klingst du fast wie ein Grüner oder jetzt wärst du fast, Söder würde dir jetzt fast auf die Schulter klopfen. Ja. Aber das sind Sacheinschätzungen, die ich aus meinem politischen Kosmos heraus für mich treffe. Mhm. Aber auch das muss ich außen vor lassen. Ja. Auch wenn ich zu einem Thema jetzt eine Sympathie hegen würde, Zurückhaltung, Distanz, Schweigen ist manchmal besser als sich äußern. Was tut denn dieser wunderbare Presseclub München so für den Nachwuchs? Oh, das ist mein Hobby. Ja, ja, schön. Ich sage mal, unser Mentoring-Projekt ist einzigartig. Jedes Jahr erhalten 15 junge Journalistinnen und Journalisten einen Mentor. Ah ja. Ein ganzes Jahr lang, Monat für Monat auch noch Workshops zu den wichtigen Themen. Nicht nur Storytelling, sondern wie bereite ich mich auf mein Business vor? Wie mache ich mich fit? Burnout lässt ja grüßen bei uns Journalisten jeden Tag. Wir sind ja jeden Tag unter Strom. Ja. Das merkt man auch gar Zeitdruck nicht. Zeitdruck. Ja, solche wichtigen Themen, die jetzt nicht Handwerk sind. Und er kriegt natürlich einen Mentor, eine Mentorin, die von uns ausgesucht wurde. Wie gesagt, der Club ist der größte in Deutschland. Also auch von den Mitgliedern? Von den Mitgliedern. Oh, und wir haben hochkarätigste Mentorinnen. Und ein Menti bei uns ist nach dem Jahr ein anderer Mensch. Eine Person wollte Berichterstatterin, eine junge Kollegin. Beirut hat sie auch schon gedreht, im Libanon. Ich habe mir überlegt, willst du es der Person ausreden? Nein, ging nicht, oder? Ging nicht, mit Herz und Seele. Hat einen der besten Kriegsberichterstatter und Dokumentarfilme an die Hand bekommen. In aller Welt, gerade da, wo es brennt, versiert und erfahren. Und ein Mentor oder eine Mentorin ist ja kein Professor, ist ja kein Chef. Nein. Das ist eine Begleitperson in persönlichen Dingen. Und die lernen auch voneinander. Weil ich kann mir vorstellen, also, dass so ein junger Mensch auch vieles weitergibt. Viele kriegen in ihren eigenen Medien ja gar keinen echten, ehrlichen Kontakt zu den Volos. Ja. Die sind dann froh, dass sie über diese Ecke mal hören, was so der Nachwuchs denkt. Mhm. Problem ist, unser Mentoring-Projekt, das sind Bewerbungszahlen, die sind super. Aber es will, abseits jetzt des Mentoring-Projekts, generell kaum noch einer Journalist werden. Mhm. Wir hatten hier in diesen Räumen Erstsemester LMU Kommunikationswissenschaft. Ich fragte hinterher, habe den Club vorgestellt, in welchen Medien wollt ihr denn später mal vielleicht Journalist werden? Mhm. 21 Leute, davon 80% Damen, junge Frauen. Keiner. Keiner will Journalist werden. Wieso ist das so? Vielleicht die Bezahlung, vielleicht die Arbeitsbedingungen. In jedem Fall hab ich dann gefragt, was wollt ihr denn dann eigentlich, wo wollt ihr denn dann arbeiten? Ja, Pressestellen, Konzernzentralen, Kommunikationsabteilungen, PR. Ja. Hallo? Wir im Club, wir sehen die zukommende Dominanz der PR. Bezahlte Botschaften. Mhm. Aber das kann ja auch ein momentaner Trend sein, weil guter Journalismus ist ja ein ganz edler Beruf. Ganz edel. Ja. Also man kann also als Journalist kann man auf der ganzen Welt tätig werden. Also, ja? Und in den unterschiedlichen Bereichen. Also nehmen wir doch mal Gesundheit.
Also ein guter Gesundheitsjournalist. Ach, herrlich. Also wenn ich mal schaue, so auch gibt ja bei den lokalen Zeitungen gibt's wirklich hervorragende, aber es ist immer nur einer. Ja? Also was ist, wenn der mal nicht mehr ist oder in Rente geht oder so. Ja? Also es gibt so viele Spezialgebiete, ja. Ja, die Spaß machen. Ja? Die machen Spaß, sie erfüllen einen. In der Wissenschaft gibt es so viele Themenlagen zu holen. Problem natürlich, wissen wir auch, die Fachjournalistinnen, Journalisten, ob das jetzt früher war, Automobil, Tourismus, aber jetzt neuerdings leider auch Wissenschaft, da gibt es sehr viele. Das Einfallstor der Wirtschaft in die Wissenschaft verläuft über den Journalismus. Mhm. Und das sind Dinge, da gibt es jetzt so, wie soll man sagen, Journalistenkreise, die ganz nah an gewissen Firmen, Branchen dran sind. Mhm. Und diese Nähe ist mir zu nah. Mhm. Naja, ja. Jetzt haben Sie kürzlich, oder das heißt kürzlich, letztes Jahr im November, haben Sie jetzt neu gewählt. Sie sind wieder bestätigt. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank dafür. Jawohl. Aber Sie haben auch viel junges Menschenpotenzial reingeholt. Oh ja. Also der Club lebt natürlich von der Erfahrung seiner Mitglieder. Mhm. Wir haben aktuell hier in diesem Club 25.000 aktive Berufsjahre versammelt. Wow. Das ist der größte Think Tank aller Zeiten. Wahnsinn. Und wir zapfen die auch an. Wir haben eine Datenbank, wir haben eine Recherchebank. Und natürlich auch Netzwerke sind das. Auch Netzwerke. Unglaublich. Also der Club ist ein schlafender Riese. Und wenn ich was recherchieren will, und deswegen bin ich unter anderem in den Club gegangen, dann habe ich drei Anrufe und ich weiß alles über Indonesien oder über irgendein wissenschaftliches Thema. Wobei die Anrufe nur gehen, wenn Sie die richtigen Nummern haben. Wir haben. Das ist ja unglaublich. Sie haben manchmal so ein, wie Sie es richtig beschrieben haben gerade, sehr ein schlafender Riese. Ein schlafender Riese. Telefonregister. Aber Clubmitglieder kennen sich und dann finden geht's sofort los. Natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Dieser Club ist jetzt jünger geworden, obwohl wir auf der Wert unseres Clubs basiert auf der Erfahrung unserer auch älteren Mitglieder. Ist jünger geworden, ist weiblicher geworden, fraulicher. Mhm. Danke sehr, dass das klappt. Ja. Wir müssen ein Spiegel unserer Generation sein, unserer Leserschaft, unserer Seherschaft. Und wir werden auch jetzt ein bisschen unbequemer werden im Club. Das heißt, wir wollen gerne strittige Themen hier diskutieren, und zwar unilateral, multiperspektivisch, pro, contra, noch mehr contra. Und in der Mitte und hier die ganzen Journalisten, da passiert es. Wir sind eigentlich auf dem Weg zu einem heißen Forum hier. Und das zu einem heißen Stuhl. Zu einem heißen Stuhl, bitte sehr. Nein, aber das sind schon wichtige Dinge. Es gibt so viele Themen, die die Medien momentan nicht so vielleicht dokumentieren. Aber hier kann man natürlich auch etwas starten, wo dann eben die Journalisten dann auch was zum Schreiben haben, oder? Ja, natürlich. Man sieht ja auch, also ein Journalist, der vielleicht Dinge sagt, die neu sind oder noch nicht so, wie soll man sagen, etabliert. Mhm. Der wurde ja in den letzten 3 Jahren als Schwurbler, als Querdenker. Ja. Ich liebe Querdenken. Ja, klar. Das ist ja Querdenken, ist ja auch Wahrheitsdenken. Wahrheit, natürlich. Also, aber was mir nochmal, weil Sie wirklich ein so erfahrener Journalist sind, was mir so auffällt, wenn, egal welche Politiker, bleiben wir bei den Politikern oder auch bei gewissen Sportgrößen, wenn die einfach jetzt mal so ein Interview und dann so direkt gefragt werden, wie die dann im Grunde nicht emotional antworten, sondern sagen, hoppala, da könnte ja der Journalist eine Schlagzeile von mir bekommen, das möchte ich nicht. Das ist schade manchmal, ja? wenn man nicht irgendwie auch mit dem Bauch mal rauskommt und nicht nur immer kopfgesteuert ist. Ja? Also man steuert natürlich die Emotion oder das Gegenüber, das zu befragen ist, mit seinem eigenen Auftritt. Ja. Wenn ich jetzt wollte, dass Sie locker was antworten, dann würde ich erstmal eine andere Distanz wählen. Ich würde näher zu Ihnen kommen. Genau.
Herr Löschen, jetzt haben wir schon 40 Jahre miteinander Medien gemacht, dass Sie immer noch so fit sind, wie machen Sie denn das? Genau. Oder ich könnte weiter weggehen und könnte sagen, Herr Professor Dr. H.C. Löschen, ich muss mich jetzt mal sehr konzentrieren. Sie sind einer der wichtigsten Medienleute, obwohl Sie ein Industrieller sind, ein Unternehmer mit Leib und Seele. Also wenn ich selber ausstrahle, Zerfahrtheit. Ja. Also es ist schon auch ein emotionales Hin und Her, ein Geben und Nehmen. Ja. Ist noch ein guter, vielleicht Schlusssatz, macht ihr auch so für junge Journalisten auch mal Trainings oder so? Ja klar, wir machen Trainings hier, nicht nur im Rahmen unseres Mentoring-Projektes, sondern auch hier, wie gesagt, hier Hackpack.press, der junge Gründer der weltweiten VJ-Plattform. Wie kann man sich selbst quasi in dieser Plattform präsentieren? Ja. Machen wir Workshops. Wir machen sehr viel Körpersprache. Mhm. Wir machen auch natürlich Recherchetraining. Wir machen Internetjournalismus. Jetzt spannend mit Ihnen zu sprechen. Jetzt sind wir aber schon fast am Ende unserer Sprechzeit. Aber es kann ja sein, dass ich wiederkomme. Gerne. Herzlich willkommen. Und natürlich auch mal wieder als Mitglied. Wie wird man denn Mitglied im Presseclub? Ja, was muss man da für Voraussetzungen mitbringen? Man muss in den Medien hauptsächlich arbeiten, nicht hauptamtlich. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele, Tendenz steigend, die freie Journalistinnen und Journalisten sind. Es sind auch viele, die heute mal für eine Zeitung schreiben, morgen aber für die PR, für eine Agentur. Mhm. Also wir sind einer der ersten Clubs, der gesagt hat, die rote Linie im Club zwischen PR und Journalismus. Journalisten machen keine PR, aber die Lebenswirklichkeit unserer Mitglieder schaut anders aus. Ja. Ich habe deswegen ein anderes Bild genommen, ein Handlungsrahmen. PR und Journalismus arbeiten gemeinsam an der öffentlichen Meinungsbildung und es muss aber transparent sein. Es muss jeder wissen, was für einen Hut habe ich heute auf. Mhm. Wer bezahlt, wofür? Ja. Und Journalismus muss erwachsen werden, PR muss transparent werden. Erwachsen heißt, dass ich meinen Kodex nicht verlasse. Mhm. Fakten, Mehrquellenprinzip, Trennung von Meinung und Berichterstattung, Recherche und Wahrheit geht vor Schnelligkeit. Absolut. Wenn ich Sie jetzt noch mal fragen darf, was ist denn so der Unterschied zwischen Wahrheit und Ehrlichkeit? Ah, das ist aber jetzt unfair. Das ist, okay. Sie sind auch Philosoph. Ja, also ich sage mal so, es muss... Die Wahrheit kann man nicht verbiegen. Die kann man nicht verbiegen. Das ist Ehrlichkeit kann man ein bisschen rumschwanzeln. Ich sage gern mal das Wort Wahrhaftigkeit. Eben. Und das Wahre, das an den Dingen haftet. Ja. An den Themen haftet. Ja. Und das ist nicht meine Wahrheit. Mhm. Ich habe manchmal auch Dinge berichtet oder sogar häufig, wo ich mich habe überzeugen lassen bei der Recherche, dass es eigentlich ganz anders läuft, als ich dachte. Und dann ist aber meine Wahrheit, was war vielleicht mal ein Anfangsantrieb, Wahrhaftigkeit. Das ist ein feiner Unterschied zwischen Trust, Credibility, Confidence. Die Amis haben da gleich 7, 8, 9 Wörter dafür. Wir haben Glaubwürdigkeit. Aber Wahrhaftigkeit klebt an den Dingen und das ist für mich der Motor, das Ziel. Ja, herzlichen Dank, Herr Dank. Dr. Brückner. Es ist meine Ehre. Es war ein ganz spannendes Gespräch. Gerne wieder. Genau. Ja, liebe Zuschauer, das war's diesmal vom Marienplatz, vom Internationalen Münchner Presseclub. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Le Jeune-Sendung. Bis dahin noch eine schöne Zeit.